daheim gegen den FC Chelsea, ja, und die Tabellensituation, die ändert sich wohl kaum. Wir stecken noch immer dort ganz tief in diesen Abstiegsdings drin. Jetzt gegen Chelsea wird es natürlich ein bisschen schwer, noch erst ein Unentschieden, null Niederlagen, hier was zu erreichen. Ja, bis zum 19. Platz, 11 Punkte, das ist, da trennt uns ein einziger Punkt, da sieht man, wie eng das Feld zusammen ist. Bis zum 12. hängen alle jetzt da voll drinnen in diesem Kampf um das Mittelfeld, sage ich jetzt einmal, denn Europa League, schön und gut, ja. Sechs wieder nicht umgestellt, machen wir gleich. Europa League schön und gut, aber wichtig ist hier wirklich mal nur dieser Klassenerhalt dieses Jahr. Wenn wir den einmal in der Tasche haben, ja, wird es nächstes Jahr, glaube ich, auch einfacher für alle. Die Ecken wollte ich ändern. Aber wir lassen wir sie apathisch schießen. Ah, Freistoß war das, Entschuldigung. Thema, Herr Freistoß hat gar nicht mit der Fee Schussgarantie zu tun. Die Ecken, ja, die lassen wir natürlich. Würde ich sagen. Ja, lass mal eine Patte schießen. Freistoß natürlich, lass mal Sonnen schießen. Habe ich kein Problem damit. Ein Problem habe ich eins. Dass meine Stürmer nicht treffen. Da habe ich ein, glaube ich, jetzt mittlerweile sehr gewaltiges Problem damit. Was auf jeden Fall jetzt anders ist, ist, dass ein Atanga jetzt, nachdem er weg ist, nicht mehr spielen wird. Warum ich gerne einen Garnier jetzt reingib, ist folgendes. Ein Garnier hat sich bis jetzt in jeder Reservepartie gut reingeschmissen und gegen Chelsea, sag ich jetzt, ist nichts verloren, ja, aber wenn ein Garnier dieses Spiel wieder nicht so ernst nimmt, wie er sollte, wird es dann wohl auch hier bisschen was ändern müssen, muss was geändert werden, denn Kamaric, der ist auf der Abschussliste ganz klar bei mir, weil was soll ich mit einem, der kommt und, sag ich mal, nicht wirklich sich beweisen kann, ja, offensiv. Abate und Williams. Und das war gar nicht. Titi Taylor. Und Clark Salter. Ja, mir sage, der kann leider nicht. Eben aus Grund seiner Verletzung gegen seinen Ex-Club spielen. Obwohl ich glaube, er würde sehr gerne hier gegen Chelsea antreten. Beziehungsweise er würde sehr gerne mit uns in diese Saison gehen. Durchgehen, besser gesagt, denn ist auch ein Mann, dem man vertrauen kann. Ja, Billig ist ja auch mittlerweile auch gut angekommen wieder bei uns, aber so wie hier sehr gut, aber macht auch natürlich Fehler. An Meier hat er doch schon. Und das war ein Traumpass von Taylor und das ist Garnier und das ist Garnier. 1-0. Gratulation an diesen hervorragenden Pass, der die Abwehr aushebelt. Gratulation auch an Garnier, an seinen sechsten Premier League-Treffer im mittlerweile 12. Premier League-Spiel. Das ist eine 0,5er-Quote.
Und Clark Salter wieder. 10 Punkte mittlerweile für Chelsea von Manchester City. Kane beeindruckt manchmal wirklich mit seinen Ausflügen und Wanderschaften. Courtois hat Taylor Schuss fest im Griff. Bis jetzt kann man sagen, es macht Spaß hier gegen Chelsea, aber das ändert sich immerhin jetzt wahrscheinlich. Meier. Belotti. Und Umtiti. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Es ist hier, muss ich sagen, ein sehr packendes Spiel bislang. Aber man spielt eigentlich eine gute, konstante, wirklich sehr konstante erste Halbzeit. Sicher mit ein, zwei Chancen auch für Chelsea, aber ansonsten. Sehr zufrieden mit diesem Ergebnis bislang. Und ja. Wichtig ist natürlich weiterhin Ruhe bewahren. Heung-min Son. Schlecht getreten. Ganz schlecht getreten, wie gesagt. Meier geht auf die Außenbahn. Und Abad.
Neben Old Trafford ist dann das nächste Spiel für Exeter und die nächste harte Probe. Ah, schön, billig, billig, sehr schön. Es ist ein Doppelwechsel und dann wechselt ihn. Oh, weil man hier führt, schon eigentlich angekündigt hat. Das ist egal. Ich habe gesagt, das Spiel ist mir auch nicht wurscht. Ich spiele nicht auf eine Niederlage, man spielt immer auf Sieg natürlich. Und das ist Barrett. Ist gut, dass er sich hier schon bemerkbar macht. Son geht auch. Pilotti. Okay, Tobin. Und das ist der Ausgleich. Billig. Und das ist diese Fehlerquote, die ich gemeint habe. Ab und zu passiert ein Fehler, der vielleicht am Anfang nicht so schlimm aussieht, ja, aber mittlerweile hat er jetzt hier zu einem Tor geführt. Und das ist doch etwas Schlimmeres. Reus, Reus, Reus. Abate. Und das war's. Richtig gut von Barrett natürlich. Von Ranier da. Ja, dem fehlt da ein bisschen Erfahrung und Stärke. Gibt den Eckball. Taubin. Billig im Weg. Jetzt 90. Minute und jetzt. Kontermöglichkeit, Rossi.
Garnier. Oh mein Gott. Aber Punkt gegen Chelsea ist gut. Bin ich zufrieden. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.